Bonjour, Freunde der gepflegten körperlichen Ertüchtigung. Ich bin in der Provence in Frankreich zu meinem zweiten Trainingslager. Und einen Trainingstag möchte ich euch gerne jetzt hier auf dem Kanal präsentieren. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder. Vorne ist gleich die Wende in unserem Nüchternlauf. Dann geht es wieder heim an den Frühstückstisch. Und dann geht es richtig zur Sache. Sauber arbeiten, sauber. Nicht, dass ihr sauber arbeitet. Seite wechseln quasi. Ja, genau. Von Frankreich. Gazellenartig gleiten sie dahin. Komm ich ja nicht mal hinterher? Kranke Typen. Ich krebs hier mit 3,50 hinterher. Da ist der Baguette-Service. Originale. Das ist doch der Geistmeister, oder? Ja. So, ich sitze noch ganz entspannt am Pool. Das Ganze wird sich dann gleich ändern. Ich nehme heute zu einem Trainingstag mit, an dem wir ein Koppeltraining durchführen. Wir haben eine 10 Kilometer Radrunde und eine 3 Kilometer Laufrunde. Basis wird hier unsere Unterkunft sein und sozusagen auch die Wechselzone. Und wir werden das Ganze dreimal durchziehen, am Ende dann ungefähr auf 50 Radkilometer kommen und auf 15 Laufkilometer. Das klingt erstmal recht entspannt, aber wird dann doch gut hart werden, denke ich. Jede dritte Einheit ist immer eine schnelle Einheit. Das heißt, das erste Mal locker Rad, locker Lauf. Dritte Mal locker, nicht locker, sondern hart Rad. Und so ziehen wir das dann bis zum Ende durch. Einmal müssen wir es noch kurz doppeln. Hart Rad, hart Laufen, hart Rad. Und die letzte Laufeinheit ist dann wieder eine harte. Ja, heute Nachmittag steht dann nochmal ein entspannter Radfahrt an. Also ich denke jetzt, das Koppeltraining wird so 3 Stunden dauern und heute Nachmittag dann nochmal 2 Stunden ganz locker die Beine ein bisschen wieder frei fahren. Das Trainingslager war jetzt recht spezifisch, wir haben einen guten Plan durchgezogen, das fand ich echt super. Auch mal was anderes machen, wir hatten auch bis zu 4 Einheiten am Tag. Also mit Nüchternlauf, erste Radfahrt mit Intensitäten. Mittagspause, zweite Radfahrt, entspannt, danach nochmal einen Koppellauf. Das haben wir bis jetzt, oder ich bis jetzt so noch nie gemacht im Trainingslager. Wir sind echt immer viel Rad gefahren. Mal schauen, wie das wirkt, wie sich das auswirkt. Es hat auf alle Fälle riesen Spaß gemacht, auch zum Mittag wieder hier zu sein, hat auch Vorteile. Man fährt nicht so leer, man kann die Speicher wieder voll machen, macht eine kurze Mittagspause, ein kleines Schläfchen. Muss ich dann natürlich wieder motivieren, um nochmal aufs Rad zu steigen und dann nochmal loszufahren, aber das hat bis jetzt immer gut geklappt. Ja, deshalb sind leider nicht viele Aufnahmen entstanden, hier mit der Kamera. Ich habe eben jetzt heute den ersten und den einzigsten Tag mal die Kamera in die Hand genommen, weil ich sonst mit meinem Training wirklich beschäftigt war und mich da um mich kümmern musste. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar Einblicke. Jetzt von dem Trainingstag und nehmt es mir nicht übel, dass ich euch nicht ganz so viel zeigen kann. Also, wir sehen uns gleich auf dem Rad. Bis dahin. Ciao, ciao.
Das Koppel alles vorbereitet. Jawohl. Eingerichtet, den Platz. Die Wechselzone ist eingerichtet. Vorbild. Laufschuhe, Radschuhe, ja. Eine Coke. Also hier dürfen Leute mit Cola arbeiten. Ja. Jeder 1,5 Liter. Das ist gleich Stresstest für den Magen. Ja. Genau, also heute auf dem Plan stehen 5x 10 Kilometer Rad. Mit 3 Kilometer Lauf jeweils immer gekoppelt. Boah, bin gespannt, was das wird. So, naja, Attacke. Geht's rund, ey? Meide ich hier 3,30 und sie sind schon wieder weg. Letztes Mal aufs Rad und dann noch einmal alles in den Lauf. Also nach der Aktion heute Morgen rollen wir jetzt noch ganz locker aus. War dann echt ganz schön hart am Ende. Boah, den letzten Kilometer nochmal 4 Minuten Tempo gelaufen. Und jetzt noch mal eine Tour zum Genießen. Herrlich. Thank you.
Also ich habe es überlebt, wie heute früh schon angekündigt. Das war echt eine harte Nummer. Es waren echt eigentlich 3 Stunden am oberen Limit. Ich habe auch mal die Auswertung gerade angeschaut. Also das war die erste Radfahrt, ganz locker, der erste Lauf recht locker. Dann kam die erste harte Radfahrt. Das sieht man auch da. Hier geht es einen Berg hoch. Können mal das Höhenprofil überlagern. Ist jetzt grün das Höhenprofil. Und da haben wir einen schönen Anstieg. War die Geschwindigkeit oben. An der Abfahrt war es natürlich genauso hoch wie am lockeren. Dann kam der lockere Lauf. Eine lockere Radfahrt. Ein zügiger Lauf. Zügige Radfahrt. Lockerer Lauf. Lockere Radfahrt. Zügiger Lauf. Jetzt mal die Höhe wegnehmen und die Herzfrequenz überlagern. Da sieht man, dass ich schon vor allen Dingen beim letzten Lauf dann nochmal ganz schön zusammenbeißen musste. War knapp bei 180 Schlägen pro Minute meiner Herzfrequenz. Also das hat schon ganz gut gezogen. Ja. Aber sonst war echt eine coole Aktion, vor allen Dingen mit 3 Freunden noch weiter. Das ist echt, das spornt nochmal richtig an und macht Spaß, wenn man das in der Gruppe macht. Die Kollegen mussten zwar auf mich warten, vor allen Dingen immer beim Laufen. Beim zweiten Mal Radfahren musste ich es auch am Berg dann alleine fahren und ab der Hälfte des Berges bin ich weggeplatzt. Da konnte ich nicht mehr dranbleiben. Aber sonst ein super Training, wie ich fand. Und cool, das mal in dem Format gemacht zu haben. Also echt. Jungs, danke euch. Es war ein Spitzentraining. Ich nutze jetzt gleich noch die Zeit, schneide das Video zusammen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Mich hat es natürlich auch motiviert, im letzten Lauf nochmal Gas zu geben, weil ich da die Kamera mit hatte. Also, bleibt sportlich, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Ich danke euch und freue mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Bis dahin. Ciao, ciao.